Willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2-Minute Know-How von Time to Shape. Willkommen. Und heute werde ich die Frage beantworten, welche Proteine soll ich zu mir nehmen, nämlich welche Supplemente, also welche Nahrungsergänzungen. Ganz einfach beantwortet, untertags empfehle ich euch Whey-Protein zu verwenden. Das ist Molkeprotein, einfach deshalb, weil es vom Körper sehr schnell aufgenommen wird. Am Abend vor dem Schlafengehen empfehle ich Caseinprotein. Caseinprotein ist ein Protein vom Milcheiweiß und hat den Vorteil, dass der Körper 8 Stunden darauf, also bis zu 8 Stunden darauf zurückgreifen kann. Das heißt, wenn man schläft, dann erholt sich der Körper, viele, viele Prozesse in dieser Erholung laufen ab. Und da ist es ganz wichtig, dass die Muskulatur wirklich optimal versorgt wird, deshalb Caseinprotein. Du kannst das, wenn du keine Nahrungsergänzungen verwenden willst, natürlich auch ersetzen, zum Beispiel beim Abendessen oder kurz vor dem Schlafengehen, zum Beispiel Hüttenkäse, diese mit diesen kleinen Knöllchen da, dieser Käse. Low-Fat natürlich oder zum Beispiel weißes Fleisch, Pute oder Huhn kann ich dir da empfehlen oder auch Ei, ein Eierspeis zum Beispiel oder Spiegeleier sind ein perfektes Abendmenü. Okay, in diesem Sinne hoffe die Informationen waren hilfreich für euch, setzt es einfach um in euer Training, in euren Ernährungsplan. Und wenn du eine Frage hast, dann stelle sie ganz einfach hier unterhalb des Videos und in einem Kommentar oder in einem Feedback da unten. Und ich werde sie in einer der nächsten Sendungen von 2 Minutes Know-How beantworten. Bis bald. See you.